wieder bei Rosi. Mal schauen heute, was ist los. Das kann jetzt jederzeit kommen. Also der Bauch ist schon riesengroß. Ja, und die Stute, die in das gleiche Termin gedeckt war, hat schon einen Fohlen bekommen gestern. Also ich kann schon nur ganz schlecht, sag ich so, schlafen. Es ist ein bisschen gefällig. Hoppala, na, die sind schon richtig dick. Das heißt, das soll tatsächlich schon vielleicht sogar diese Woche kommen. Rosala, wann würdest du gebären? Rosala, ja, wann ist das soweit? Rio ist am 24. Mai 2021 vormittags auf die Welt gekommen. Er wurde vom Anfang an von Rosalka nicht akzeptiert, stattdessen doll gebissen und vom Treten flog ein Meter weiter. Da sich die anderen Stuten mit Fohlen auf die Wiese befanden, wurde Rio in die ersten Lebensstunden von den anderen Stuten schnell aufgenommen. Sie hatte schon 2 Monate altes Stutfohlen. Ich gab nicht auf und wollte unbedingt, wie Natur uns geschafft hat, dass Rosalka mütterliches Gefühl kriegte und Rio lieb hatte. Guten Morgen, hier ist kleiner Rio. Der ist heute schon 2 Tage alt. Er ist 24. Mai geboren. Ich habe das nicht so wie geplant alles euch benachrichtige, weil in dieser Geschichte ist nichts geplant. In diesem Sinne, dass ihr seht selbst, es ist momentan vielleicht 5 Uhr früh, morgen. Und wir sind mit der Kleinen in der Box, weil Rosalka hat ihn einfach nicht aufgenommen von dem ersten Tag. Er wurde auf die Wiese allein gefunden. Er hat sich Ersatzmutter schon sogar selbst ausgesucht, dort wo die andere Stuten mit dem Fohlen waren, und sie hat ihn einfach gejagt und als Fremde irgendwie verbunden. Ich denke, sie hatte vielleicht welche, ich war leider nicht bei dem Geburt, weil bei den Pferden ist das mega, mega schnell. Es ist das auch schwer aufzunehmen, was ich natürlich sehr, sehr bedauere. Also das musste aber vormittags irgendwie passieren. Und vielleicht war welche Trauma in diesem Sinne, dass war Geburt sehr schmerzhaft für Rosalka, dass sie ist jetzt erst einmal Mutter geworden, und vielleicht das war so einfach traumatisch, dass sie hat dieses Schmerz auf ihn übertragen und mit ihm das verbunden. Und deswegen hat sie ihn tatsächlich in die ersten Tagen gehasst. Also sogar gestern war noch schlimmer als heute. Deswegen heute, ich bin mehr entspannter, kann ich sogar Video drehen, kann ich was dazu sagen, dazu sprechen. Ja, und das alles irgendwie meinen Kopf sogar logisch stellen, ja, in logischer Reihe, weil das war für mich alles, ich war selbst einfach mega geschockt. Plus große körperliche Anstrengung. Also ich bin heute schon über 24 Stunden, also würde sagen fast 48 Stunden auf die Beine. Heute in der Nacht tatsächlich mit dem Schlafpausen, weil ich würde das wahrscheinlich körperlich nicht mehr schaffen. Gestern war zügig, also tatsächlich alle 30 Minuten, so wie hat eigentlich mir das Fohlen gezeigt, waren wir bei der Mutter, und heute habe ich zwischendurch auch ein bisschen geschlafen. War auch solche Momente, wo habe ich ihn einfach schon stehend gefunden und sind wir schnell zur Mutter gegangen, ja. Mein Ziel auf heute ist, dass sie ihn tatsächlich ganz von sich selbst allein aufnimmt. Was momentan noch ein bisschen schwierig aussieht, weil ihr seht selbst, also sie kommunizieren sich gar nicht momentan. Das Fohlen sagt auch schon nicht so viel. Der ruft nach ihr manchmal noch, aber sie antwortet gar nicht. Sie ignoriert ihn. Also er ist für sie einfach ein Fremder. Und was mich schon freut, dass sie
einigermaßen mit ihm mindestens gleichgültig umgeht. Das ist schon wirklich großer Fortschritt im Gegensatz zu gestern, wo sie hat auf ihn einfach wie ein Hengst mit dem Vorderhand und mit dem gelegten Ohren und langer Hals und beißen richtige Zähne losgegangen. Aber zum Glück ist dieser Zaun, also das war ja natürlich unmöglich, ja. Falls er jetzt total allein mit ihr wäre, dann würde tatsächlich totgebissen oder totgetreten. Ja, das ist erster Fohlen. Ich konnte das davor auch nicht vorhersehen, wie sie wird reagieren. Was mich natürlich schon bemerkbar machte, dass sie einigermaßen tatsächlich keine Fohlen mochte. Also auf die Wiese, wo auch Fohlen waren, sie hat auch richtig denen gezeigt, dass sie sollten Abstand von ihr halten. Aber ist das einigermaßen natürlich auch naturell, weil die Stuten, die selbst keine Fohlen haben, dann das ist normale eigentlich Benehmen zwischen den Pferden. Und ich dachte, ja, das ist vielleicht ein bisschen extrem, aber doch nicht. Sie hat das einfach übertragt auf das Kleine. Na, er wächst fast in die Augen. Gestern war er noch kleiner, heute ist schon ein bisschen größer. Ist sehr lebenswillig, lebenswillige Hengst und ganz süß, ganz verschmust. Ja, also dieser Imprinting-Prozess dauert mit uns ganze Zeit und ich denke, der wird immer sehr, sehr menschenbezogen, wegen genau meiner Anwesenheit, eigentlich ständige Anwesenheit. Ja, melde ich mich einfach vielleicht später. 3 Tage und 3 Nächte hat Eingewöhnung gedauert. So, hier waren gerade die ersten Versuche Heu zu essen, zu kauen. Heute früh hat er auch Stroh ein bisschen aufgenommen. Ich denke, der kaut nur, der frisst das nicht so wirklich. Eigentlich sein Magen ist wahrscheinlich noch nicht so weit, dass er was anderes aufnimmt als Muttermilch. Hier, das ist heute 2. Tag und er ist ein bisschen müde, ich denke. Und heute früh war er relativ noch mobil und pfiffig, aber jetzt ist schon ganz ruhig, ist ein bisschen müde, hat gerade getrunken, vielleicht wird sich gerade hinlegen, der sucht sich den Platz, wo kann er sich hinlegen, der Kleine. Ja, ist mega anstrengend, diese ganze Geschichte. Wir waren heute kurz zu zweit draußen, grasen ein bisschen. Er hat sich aber nicht so viel bewegt, hat ein bisschen getrappt, schon Richtung zu Hause. Und heute erste Mal hat er Halfter gehabt. Vielleicht das war ein bisschen auch viel zu für ihn und der muss jetzt ja das bearbeiten. Der sucht sich jetzt den Platz, wo kann er sich hinlegen. Der mag sehr gerne auf diese rote Decke hier sich hinlegen, weil wir haben die erste Nacht zu zweit hier geschlafen. Das ist gut, dass der schläft jetzt ein. Der muss sich ein bisschen entspannen, erholen, aber auch seine Ruhe, um Kraft zu bekommen. Um 19 Uhr kommt noch Tierärztin und wir werden Rosalka, Rosalka ist hier, Oxytocin geben. Das ist so ein Hormon, der versucht, dass diese Bindung zwischen Stute und Fohlen ein bisschen stärker wird, weil momentan ist schon besser geworden, aber trotzdem ja, ist noch nicht so wünschenswert. Bin mega gespannt. Musik.
Nach allen Versuchen wollte Rosalka mit Rio nicht allein bleiben. Und mir wurde klar, dass ich es einfach akzeptieren muss. Rio hat mindestens wertvolles Anfangsmilch von Rosalka bekommen. Ich habe ein paar Bisse auch abbekommen, die an Rio gezielt wurden. Und so suchte ich nach dem Plan B.